Was geht, Freunde? Heute mein erster YouTube-Vlog. Ihr könnt es hier sehen, mein Koffer ist schon gepackt. Ich fahre nämlich heute zum Mandanten und zeige euch, wie einfach so ein Alltag aussehen kann in der Wirtschaftsprüfung. Ja. So, ich muss jetzt hier einmal kurz umsteigen und ich denke, in einer Stunde bin ich dann vor Ort beim Mandanten. Ich sitze jetzt im zweiten Zug, fahre jetzt noch ca. 40 Minuten und dann bin ich endlich da. Ja, ich bin gerade vergeblich auf der Suche nach einem Taxi in dem Ort, ja, zu dem ich muss. Gibt es relativ wenige Taxiunternehmen und ich muss ca. 25, 30 Minuten zu Fuß laufen und ich habe Koffer dabei, deswegen würde ich gerne Taxi fahren, aber ich melde mich, sobald ich was gefunden habe. Taxi gefunden. Taxifahrer meint, er ist in 10 Minuten da und dann bin ich auch gleich endlich angekommen. Ich bin jetzt beim Mandanten angekommen. Mein Prüfungsleiter kommt in circa einer halben Stunde. Heute machen wir so ein bisschen noch Stichprobenprüfung im Bereich Verkauf bei den einzelnen Umsatzsträngen. Machen da so ein Controls-Testing und dann werde ich noch sehen, was der Prüfungsleiter noch für Aufgaben hat. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Unterlagen bekommen zum Anlagevermögen. Das heißt, das werde ich jetzt noch so ein bisschen einarbeiten und dann sehen wir uns nachher. So, wir waren jetzt beim Mittagessen und machen jetzt weiter mit der Arbeit. Ich bin immer noch beim Stichprobenprüfen. Dadurch, dass das Unternehmen sehr viele Umsatzstränge hat, haben wir dementsprechend auch sehr viele Stichproben und damit bin ich jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Tag beschäftigt. So, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Ich werde auf jeden Fall erst noch meinen Koffer auspacken, dann mich noch ein bisschen hinlegen für eine halbe Stunde. Danach werde ich kurz ins Restaurant gehen, noch was Kleines essen und danach denke ich mal ein bisschen Fernsehen schauen, dann noch vielleicht TikTok zusammenschneiden, auf Instagram ein paar Fragen beantworten, noch ein paar Stories machen und dann geht's auch schon schlafen. Ich habe mir jetzt hier noch ein ruhiges Plätzchen gesucht und zwar wollte ich noch auf eine Frage eingehen, weil mir wirklich wöchentlich immer einige Leute die Frage stellen, sollte man ein Praktikum machen bei dem Big Four, ja oder nein, beziehungsweise speziell im Audit, also in der Wirtschaftsprüfung, und ich kann auf jeden Fall sagen, unabhängig davon, ob du wirklich langfristig in der WP bleiben willst, den Wirtschaftsprüfer machen willst, also das Examen schreiben. Ich würde es jedem ans Herz legen, diese 4, 5, 6 Monate werden keinen Schaden. Erstens, was die Erfahrung angeht, zweitens, was die Brand im CV angeht und drittens natürlich die Leute, die du dort kennenlernst. Da sind wirklich alle motiviert und du kannst enorm viel davon lernen, beziehungsweise von den Leuten lernen. Und der Riesenvorteil bei Audit ist, dass du innerhalb kürzester Zeit sehr viele Unternehmen von innen siehst, das heißt, du hast ja Prozessgespräche, Befragungen und prüfst natürlich allgemein branchenspezifisch und dadurch lernst du sehr viele Branchen sehr schnell kennen und wirst dann quasi auch Experte, was unterschiedlichste Unternehmen in verschiedensten Branchen angeht. Und ich weiß natürlich selber noch nicht, wo es bei mir hingeht, ob ich langfristig das Examen anstrebe oder nicht, aber die Erfahrungen, die ich jetzt schon gesammelt habe, die sind einfach, ich will jetzt nicht sagen einzigartig, aber ich denke, in vielen anderen Unternehmen hätte ich diese Erfahrung nicht machen können. Auch, dass ich jetzt mal bei Mandanten vor Ort sein kann oder viele Events, bei denen ich schon war, beziehungsweise einfach die Kollegen in Leipzig und Umgebung, die ich ja auch schon ins Herz geschlossen habe. Deswegen, wenn jemand da Interesse hat oder generell noch weitere Fragen hat, ihr könnt mir immer bei Instagram schreiben, beziehungsweise bei LinkedIn. Ich bin da, glaube ich, immer ein sehr guter Ansprechpartner, was das Thema Big Four Bewerbung angeht, weil ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren genau in der gleichen Situation war und ich war mega aufgeregt, mega nervös. Und ja, jetzt weiß ich natürlich so ein bisschen, wie es abläuft und worauf man achten muss. Aber erstmal einen schönen Eistee. Morgen ist dann für mich der letzte Tag auf dem Mandat. Ich arbeite aktuell 2 Tage pro Woche. Dann habe ich meistens schon die 16 bis 18 Stunden voll mit Reisezeit, wenn man das mit einbezieht. Und dann bin ich erstmal auf einem anderen Mandat, auch in einer anderen Branche ab nächster Woche. Und bin dann zur Hauptprüfung dann wieder hier. Ich werde mich auf jeden Fall dann gleich ins Bett legen. Ich bedanke mich schon mal bei jedem Einzelnen, der sich das hier bis zum Ende angeschaut hat. Ich hoffe, das war wenigstens so ein bisschen interessant und ein cooler Einblick für jemanden, der sich vielleicht für ein Praktikum in der Wirtschaftsprüfung interessiert. Und schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, beziehungsweise ja, was ihr euch so für Videos wünscht in Zukunft.
Ich bin ja eher so auf TikTok groß geworden, deswegen ist das für mich quasi so eine kleine Premiere, jetzt hier offen vor der Kamera zu sprechen. Sonst mache ich das ja immer mit diesem Voice-Over. Und ja, wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt mir gerne bei Instagram. Bis dahin, gute Nacht. Peace.